viele wunderbare Menschen zu sehen, die für das Grundgesetz, für die Ordnung unserer Heimat auf die Straße gehen. Ich habe den Anfang gemacht für die Bewegung Mütter gegen Gewalt, weil mich die Zunahme der Gewalt gegenüber Frauen entsetzt. Und wir haben schon einiges dazu beitragen können, dass die Politik sich dieses Problems wenigstens bewusst wird. Wir brauchen zum einen die konsequente Durchsetzung geltenden Rechts gegenüber allen Tätern und das nicht nur durch Polizei und Staatsanwaltschaften, sondern durch alle dafür zuständigen staatlichen Einrichtungen. Abschreckung ist zugleich auch Kriminalprävention. Und wir brauchen eine Besinnung aller hier in Deutschland lebenden Menschen, von den schon länger hier lebenden Menschen ebenso wie von den Neuankömmlingen auf die Menschenwürde und auf das deutsche Grundgesetz. Auch das ist Kriminalprävention. Wenn alle ihre wichtigsten Rechte und die ihrer Mitmenschen kennen werden, wenn sie erkannt haben werden, welch eine wertvolle Ordnung hier in Deutschland gilt, dann werden weniger Menschen zu Gewalt greifen. Heute, vor 70 Jahren, hat der Parlamentarische Rat seine Arbeit begonnen. Das Wichtigste an dem von ihm beschlossenen deutschen Grundgesetz ist die vollständig unantastbare Menschenwürde. Unantastbar bedeutet, dass darin gar nicht eingegriffen werden darf. Das ist etwas Kostbares, etwas ganz Besonderes. Ein Blick in das Buch Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten vom Beck Verlag enthüllt, dass einige EU-Mitgliedstaaten zwar von der Existenz der Menschenwürde ausgehen, es aber versäumt haben, sie als Grundrecht in ihre Verfassung zu schreiben. Viele verfassungsmäßige Ordnungen in der EU enthalten die Menschenwürde zwar, gewähren ihr aber nur Unverletzlichkeit, schützen also nur ihren Wesensgehalt, das heißt ihren Kern, als unantastbar und erlauben verhältnismäßige Eingriffe außerhalb des Kernbereichs. Die EU-Grundrechtecharta, welche anzuwenden ist auf alles EU-Recht, schützt in ihrem Artikel 1 die Menschenwürde ebenfalls als unantastbar. Aber leider stehen die EU-Grundrechte gemäß Artikel 6 EU-Vertrag nur auf gleichem Rang mit EU-Vertrag und dem AEU-Vertrag und nicht über diesen, was ihre Wirkung erheblich schwächt. Bei der UNO schließlich steht die Menschenwürde in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Alle Staaten, die den Vereinten Nationen beitreten, unterzeichnen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, welche das Menschenrechteziel in Artikel 1 Nummer 3 UNO Charta konkretisiert. Eines der Ziele, wofür die Vereinten Nationen gegründet worden sind. Wie aus den Prämäbeln, also den Vorworten, vor allem des UNO-Zivilpaktes und des UNO-Sozialpaktes hervorgeht, ist die Menschenwürde im Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen der Grund dafür, dass dort die bürgerlichen und politischen Menschenrechte, welche zum Beispiel Leben, Freiheit, Folterverbot beinhalten, nicht mehr und nicht weniger wichtig sind als die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechte, zu denen unter anderem Gesundheit, Nahrung, soziale Sicherheit und Wohnung gehören. Aber im Menschenrechtssystem der UNO fehlt die vollständige Unantastbarkeit der Menschenwürde. Die Menschenwürde des deutschen Grundgesetzes ist also etwas ganz Besonderes. Wir danken dem Parlamentarischen Rat dafür. Und die beste Weise, dem Parlamentarischen Rat zu ehren, ist es, die von ihm beschlossenen Grundrechte, vor allem die Menschenwürde, zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Die Menschenwürde ist sogar der zentrale Baustein des deutschen Grundgesetzes. Sie ist als einziger Teil des deutschen Grundgesetzes gleich doppelt als unantastbar geschützt. Sowohl über Artikel 1 Absatz 1 Strafgesetzbuch, wo sie selbst formuliert ist, als auch über die Ewigkeitsgarantie, welche die gesamten Artikel 1 Grundgesetz und 20 Grundgesetz als unantastbar schützt. Sie
ist der Grund dafür, dass alle staatlichen Gewalten, also Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung in Deutschland auf alle deutschen Grundrechte des deutschen Grundgesetzes als unmittelbar geltendes Recht verpflichtet sind. Die Menschenwürde des Grundgesetzes ist auch der Grund für die Wesensgehaltgarantie, für alle übrigen Grundrechte des deutschen Grundgesetzes, also dass deren Kern unantastbar ist und diese ansonsten nur verhältnismäßig eingegriffen werden darf. Und sie ist ebenfalls der Grund für die als Bekenntnis des deutschen Volkes formulierte Verpflichtung, Deutschland in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz auf den Frieden und auf die Menschenrechte in der Welt, also auf die Menschenrechte der Vereinten Nationen. Das höchste Recht in Deutschland sind die Grundrechte und die vier Strukturprinzipien: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatsprinzip und Föderalismus des deutschen Grundgesetzes. Man nennt dies auch Verfassungsidentität. Sie setzen für Deutschland sogar dem EU-Recht Grenzen. Was das Bundesverfassungsgericht im Leitsatz 4 und RN 217 und 218 des Lissabon-Urteils bestätigt hat. Und woran liegt das? Daran, dass die Menschenwürde und die Strukturprinzipien, die alle in Artikel 1 Grundgesetz bzw. Artikel 20 Grundgesetz stehen, vollständig unantastbar sind und die übrigen Grundrechte mit ihrem Wesensgehalt unantastbar sind. Aber was ist eigentlich Menschenwürde? Was beinhaltet sie und wie weit reicht ihr Schutzumfang? Ich habe innerhalb unserer Diskussionsgruppe von Mütter gegen Gewalt eine kleine, nicht repräsentative Umfrage gemacht. Dabei wurden einige Beispiele genannt. Die finanzielle Situation eines Hartz-IV-Empfängers, dass man auf Berufsfreiheit und Selbstbestimmung verzichten muss, indem gefordert wird, ein entsprechendes Dokument zu unterzeichnen. Zweitens, die entwürdige Situation in der Altersarmut. Als eines der reichsten Länder der Welt sind wir nicht in der Lage, Rentnern, die ihr Leben lang berufstätig waren, finanziell so zu versorgen, dass sie eben nicht gezwungen sind, Flaschen zu sammeln und zur Tafel zu gehen. Die entwürdigende Lebenssituation von Obdachlosen, und es werden täglich mehr. Eine so reiche Gesellschaft wie Deutschland es ist, sollte finanziell genug Mittel zur Verfügung stehen müssen, um mindestens im Winter genug warme, trockene, menschenwürdige Unterkünfte anzubieten. Denn ob suchtkrank oder nicht, sie sind Teil dieser Gesellschaft und auch ihnen steht zu. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Als letztes Beispiel nenne ich hier den Anspruch auf einen würdigen Tod. Das hat mich so sehr berührt und ich möchte Ihnen einen Einblick in meine Gedanken und Emotionen geben. Heute ist der 20. August 2018. Ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Thema: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich bin so voller Wut und Verzweiflung. Verzweiflung ist das richtige Wort. Vor 2 Tagen ist ein Papa in seiner Praxis vor den Augen seiner kleinen Tochter und einer Angestellten abgestochen worden. Und dann heute Morgen die abgestochene Frau vor dem Kiosk. Gestern der Überfall auf einen jungen Mann unter der Brücke. Ein Messer wurde ihm an die Kehle gehalten. Er wurde brutal zusammengeschlagen. Für ein Handy und Bargeld. Am Samstag die getötete Mutter von 5 Kindern, ermordet von ihrem Ex-Ehemann, deutsch mit irakischer Abstammung. Ich wiederhole, deutsch mit irakischer Abstammung. Ich betone das hier, weil wenn Migranten eingedeutscht werden, also die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen, dann erkennen sie
unser Grundgesetz an und somit auch die Gleichheit von Mann und Frau. Heute war einer von mehreren Prozesstagen im Fall Mia. Im Gericht sorgte er für einen Tumult. Er bespuckte Polizisten und betitelte sie als Bullenschweine. Der Gerichtssaal musste vom SEK gestürmt werden. Abdul ist nachweislich über 20 Jahre alt und man verhandelt über ihn, als wäre er 17. So kann man die Öffentlichkeit ausschließen. Ich kann nicht mehr. Ich muss meine Rede schreiben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich kann nicht. Ich kann nicht denken, ich fühle nur. Ich habe so viel Schmerz in mir. Es tut so weh, da wo das Herz ist. Menschen mussten sterben, so viele Opfer, die ihr Leben unwürdig verloren haben. So viele Angehörige, die ganz genau wissen, detailliert wissen, was geschehen ist. Susanna wurde eine ganze Nacht lang bestialisch vergewaltigt. Sie wurde totgeschlagen mit einem Ast. Totgeschlagen mit einem Ast. Stellt euch diese Qual vor. Die Angehörigen wissen es. Die Mutter. Sie konnte ihr Kind nicht schützen. Wenn ich an all die getöteten und vergewaltigten, erstochenen Menschen denke, bin ich traurig. Aber auch wütend. Wütend, dass es hier augenscheinlich nicht mehr sicher ist. Obwohl wir ein Recht auf Sicherheit haben. Das Recht auf Selbstjustiz haben wir abgetreten an unseren Staat. Während manche Menschen oft über Familienehre reden dürfen, sind wir zum Aushalten verpflichtet. Was ist mit den Angehörigen der Opfer? Ihnen spricht man die Familienehre völlig ab. Undenkbar, dass ein Vater oder ein Bruder die Familienehre eines deutschen Mädchen rächt. Stellen wir uns das aber ruhig vor. Die Menschenwürde ist diesen Menschen genommen worden. Ihren Brüdern, Schwestern, den Eltern, allen Angehörigen. Von Tätern, die für sich selbst Familienehre fordern, es anderen nicht zugestehen, nicht akzeptieren. Wir müssen dafür sorgen, dass sich das ändert. In dem Zusammenhang sagte der Menschenrechtler Ban Ki-moon, wenn eine Zivilgesellschaft durch Migration in Gefahr gebracht wird, dann ist es kein Rassismus, dieses Problem auch zu benennen. Die unterschiedlichen Antworten lassen schon erkennen, dass wir alle etwas unterschiedliche Vorstellungen haben, wo die Schwerpunkte innerhalb dieses wichtigen Grundrechts liegen. Und wie weit es genau reicht. Oft wird die Menschenwürde zusammen mit dem Strukturprinzip Sozialstaatsgebot zitiert. Aber dieses Strukturprinzip schweigt sich darüber aus, was alles zum Sozialstaat gehört und in welchem Maß das jeweils gewährleistet werden muss. Nächste Seite. Alles klar. Darum ist es wichtig, ja unverzichtbar, dass wir neben der Menschenwürde zahlreiche weitere Grundrechte im deutschen Grundgesetz und daneben zahlreiche weitere Menschenrechte durch die UNO, die EU und den Europarat haben. Der Mangel an klar formulierten sozialen Grundrechten im deutschen Grundgesetz wird vor allem durch die zahlreichen sozialen Menschenrechte im UNO-Sozialpakt, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der Europäischen Sozialcharta des Europarats im erheblichen Maße ausgeglichen. Aber Rechte auf dem Papier sind erst der halbe Weg zu einer wirklich menschlichen Gesellschaft. Sie müssen auch bekannt gemacht werden und von allen staatlichen Gewalten geachtet, geschützt und gewährleistet. Und da gibt es erhebliche Defizite. Wie kann es sein, dass Schüler das Grundgesetz oft erst nach bestandener Abiturprüfung überreicht bekommen? Das gehört zu dem prüfungsrelevanten Unterricht jeder weiterführenden Schule, ebenso wie die Menschenrechtsdokumente von UNO, EU und Europarat, auf welche sich Deutschland verpflichtet hat. Selbst im Jurastudium werden die in Deutschland geltenden Menschenrechte
nur lückenhaft unterrichtet. Wir haben in Deutschland ein gewaltiges Bildungsdefizit hinsichtlich Grundrechten und Menschenrechten, was zugleich auch ein großes Integrationsdefizit und ein Defizit an positiven Vorbildern bedeutet. Bei Deutschen und Ausländern, bei schon länger hier lebenden Menschen und bei Neuankömmlingen. Lasst uns gemeinsam diese Defizite beseitigen. Wir haben auch große praktische Defizite beim Schutz der Menschenwürde. Warum hat es so lange gedauert, bis die Politik endlich begriffen hat, was es für die Würde der Frauen bedeutet, wenn wir in Deutschland seit Jahren eine große Zahl Gewalttaten und Übergriffen haben und sich diese zumindest in 2016 in erheblichem Maße auch im Kontext der Massenzuwanderung noch deutlich erhöht haben. Wir müssen eine konstruktive Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte, mindestens aber einen konstruktiven Wettbewerb der unterschiedlichen demokratischen Richtungen in Deutschland hinbekommen für die erforderlichen Schritte, um die Würde aller Frauen und Mädchen in Deutschland bedingungslos zu schützen. Ein weiteres großes Defizit besteht beim Schutz der Menschenwürde des deutschen Grundgesetzes im Verhältnis zum EU-Recht. Bei vermeintlichen kleinen Grundrechtseingriffen schützt das Bundesverfassungsgericht nur, dass die Bundestagsabgeordneten noch genug zu entscheiden haben. Siehe die Urteile Solange 1 und Solange 2, wo es um den Handel mit Champignon-Konserven bzw. Maiskrebs ging. Bei mittelgroßen Eingriffen wie bei EU-Haftbefehl und der Vorratsdatenspeicherung setzt es wenigstens noch anhand der Menschenwürde, Artikel 1, Absatz 1, Grundgesetz, Grenzen. Und bei ganz großen Eingriffen ist die Menschenwürde, wie durch den ESM mit seinem strengen Spardiktat, drückt sich Karlsruhe vollständig vor der Anwendung der Menschenwürde. Davon erzählen Volker und Felix gleich mehr. Dabei ist das Bundesverfassungsgericht mehr als jede andere Institution in der Pflicht, sich schützend vor die Menschenwürde zu stellen. Es hat eine unverzichtbare Vorbildfunktion. Darum unterstütze ich hier diese Kundgebung zur Ehrung des Parlamentarischen Rats und für den Gesetzentwurf Stoppt den Grundrechtsboykott. Es ist höchste Zeit, aus Respekt vor dem Parlamentarischen Rat und vor allen hier lebenden Menschen, die Menschenwürde aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz endlich lückenlos im Alltagsbewusstsein zu halten und umzusetzen. In Berlin, in Karlsruhe und überall in Deutschland. Dankeschön.